Sie sind hier, 1. September 2018, 17.20 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten. Wer das Keeper Pavlenka wird in Frankfurt bei einem Zusammenprall getroffen, muss verletzt runter. Die Torwartseuche setzt sich fort. Sorgen um Werder Bremens Keeper Jiří Pavlenka. Der Keeper musste beim Gastspiel in Frankfurt 1:2 zu Beginn der zweiten Hälfte verletzt vom Platz getragen werden. 53. Der Torhüter war im Strafraum einen Schritt zu spät gekommen und mit Eintracht Mirat Gacinovic zusammengeprallt. Dabei wurde Pavlenka so unglücklich mit dem Ellenbogen des Gegners am Kopf getroffen, dass er die Partie nicht fortsetzen konnte. Sein Foul wurde mit Strafstoß geahndet, den Sebastian Haller zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Pavlenka ist im Krankenhaus und wird noch eine Nacht zur Beobachtung hier bleiben. Er war aber wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Es ist nichts gebrochen. Das ist eine gute Nachricht, sagte Werders Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie. Anzeige, jetzt die neuen Trikots von Eintracht Frankfurt und Werder Bremen bestellen. Hier geht's zum Shop-Torwartnot bei Werder Youngster Luca Plockmann, der Pavlenka ersetzt hatte, musste bei seinem Bundesliga-Debüt gleich den Ball aus dem Netz holen. Durch Pavlenkas Ausfall setzt sich Werders Torwartseuche fort. Ersatzmann Plockmann ist eigentlich nur die Nummer 5 unter den Keepern. Plockmann stand in Frankfurt nur deshalb im Kader, weil alle anderen Reservekeeper vor ihm ebenfalls verletzt sind. Alles zum 2. Spieltag in der Bundesliga am Sonntag ab 11 Uhr im Check 2:4 Doppelpass auf Sport 1 mit den Gästen Heribert Bruchhagen, Hans Meyer, Kakao, Marcel Reif und Bernd Heinemann. Jaroslav Drobný laboriert an einer Muskelverletzung. Rückkehr ungewiss. Michael Zetterer hat seine Handgelenksblessur noch nicht auskuriert. Und Stefano Scapino fehlt noch bis November wegen eines Sehnenabrisses. Notstand im Werder-Kasten. Bleibt zu hoffen, dass Pavlenka sich schnell von dem Zusammenprall erholt. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.